Moin Moin Leute, was geht? Hier ist mal wieder euer Sergeant Pepper am Start. Und heute habe ich hier Part 11 des Let's Plays von Borderlands The Pre-Sequel. Wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben und wollten ja dieses Sidequest hier machen. Ich muss hier nur kurz checken, wie man da reinkommt. Und zwar, ja, hierüber kommt man in dieses Gebiet, wo die Sidequest statt. Moment. Ah, ich bin falsch. Man kommt nicht hier rüber rein. Ich habe mich gerade verdammt. Ich glaube, es ist hier, oder? Ja. Man muss hier durch diesen tunnelmäßigen Dings einfach hier durchlaufen. Und ja, wir machen ja gerade die Sidequest, eine Reihe Eislöcher für Nina, die uns hier ihren speziellen Eisbohrer. Enthält Methan, Ethan und andere Ethan. Er hält kalt für lange Zeit. Du arbeitest schnell. Höhle sehr kalt und dort wilde Kreaturen. Aber behältst du kühlen Kopf? Toller Witz. So, ich fülle hier gerade meinen Sauerstoff auf. Hier haben wir dann nochmal. Ja. Bohren, genau, hier sollen wir anfangen zu bohren. Wir sollten hier nicht drauf, weil das Teil irgendwie sehr kalt ist, wie man hier merkt. Alles klar. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen bohren. Ein bisschen kurz warten, bis unser Bohrer hier was zustande bringt. Spiele sie dort und bringe Eis zu Nina. Wer will spielen? Oh nein. Ja, okay, das geht damit hier halt wirklich ziemlich einfach. Ja. Das Eis sollte mal hier brechen langsam. Das dauert ein bisschen. Warum diese gefährliche Dinger da? Lieber töten! Ja, ich töte sie doch, Nina. Nice. So, wann kommt endlich das scheiß Eis? Ich habe die Quest ja schon mal gemacht. Es dauert immer verdammt lange. Da ist es. Und du Bohrer fertig hier. Setze an neue Stelle, so wir bekommen mehr Spezialeis. Oh nice, ich kann mich auf den Bohrer stellen. Ja, ich will den doch nehmen. So. Jetzt an neuer Stelle bohren, alles klar. Noch so ein Kackmann. Ich bin schnell. So. Das war's aber jetzt hoffentlich mit den Scheißviechern. Wir setzen hier erstmal den Bohrer wieder hin. Und sammeln währenddessen mal ein bisschen Munition oder gucken mal, was die Viecher hier gedroppt haben. Vielleicht hier liegt noch ein bisschen Geld und so. Das heben wir auf jeden Fall mal auf. Weil wir haben halt gerade echt nichts Besseres zu tun, weil dieser Bohrer so verdammt lange braucht. Bisschen schwul. Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt so lohnt, die Quest für uns zu machen, weil die glaube ich nur Level 11er Niveau ist oder so. Aber naja, das ist mal scheißegal. Oh, ich muss viel öfter den Nahkampf von Nisha benutzen. Ist einfach mit Abstand die beste Nahkampfattacke. Ich muss noch so ein Challenge für Badass Rang machen, wo ich Leuten in der Luft Nahkampfschaden zufügen muss. Das muss ich mal gleich machen oder muss ich gleich mal zumindest ein bisschen voranbringen, auf jeden Fall. Und ja, der Bohrer macht hier gemütlich weiter, man kann es auch nicht. Ah, da ist es ja. Oh, endlich ein. Alles klar. Zum dritten Mal. Mein Drink wird warm wie der Anus von einem Kraken. Liefer mir dieses Spezialeis, dann kriegst du eine 1A Schrotflinte. Nee, Mann. Leider kein Bock auf eine 1A Schrotflinte, weil ich glaube, die 1A Schrotflinte ist echt ziemlich scheiße. Blut und Fleisch sein komische Eis. Okay. Sei nicht normal. Oh. Lol. Ja, der hat den Bohrer. Ja, der hat den Bohrer. Ah, ich hab ihn getötet. Wo ist der Bohrer? Wo? Wo ist. Ah, nice, Spezialeis. Boah. Fett ekelhaft. Wo ist der Bohrer? Da hinten liegt der Bohrer. Ich hole mir den Bohrer. Groscho, du gut gemacht. Ja. Bring Eis und Bohrer zu Nina. Schnell, etwas riecht schon schlecht hier. Ja, alles klar, Nina. Das ist praktisch ein medizinischer Notfall. Ja, aber wir gehen schön zu Schwester Nina, weil da kriegen wir unsere Assault Rifle, die ich haben will. Also deswegen habe ich das Ganze eigentlich nur gemacht. Sind wir eben hier rausgekommen? Ah, hier ist noch so ein kleiner Zugang. Es gibt zwei Zugänge zu diesem kleinen Eisgebiet da hinten. Das ist natürlich auf jeden Fall nicer Scheiß. Und ja, wir holen uns jetzt hier unser Fahrzeug. Wie sind wir eigentlich hier in dieses Gebiet hergekommen? Per Schnellreise? Hier stand doch irgendwo mein Fahrzeug. Ach, da hinten.
Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan mehr. Ich weiß auch. Ah, doch, ich weiß, wo die nächste Schnellreisestation ist. Nice, okay. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hin düsen. Das ist aber nicht so weit. Das ist da vorne bei den Darksiders. Da war das auf jeden Fall. Ja, genau, da vorne ist die Brücke. Und ja, ich würde sagen, gleich spielen wir mal die Story weiter. Mal ein Sidequest gemacht. Einfach nur so. For fun, keine Ahnung. Einfach nur so. Aus Spaß am Spiel. Und außerdem vielleicht auch ein bisschen zum Leveln, weil man braucht schon Zeit. Nur mit der Story würden die Gegner irgendwann zu schwer, dann schafft man es einfach dann nicht mehr. So, perfekt. Ja, falsche Seite. Was, wie kommt der Scheiß denn hier rein? Krass. Ja. Genau, wir wollten ja auch nach Concordia die Quest abgeben. Und was wollen wir noch? Genau, Sidequest weiterspielen gleich. Aber wir gehen nicht zum Barbot, weil Nina hat definitiv die bessere Waffe. Das hatte ich schon mal ausgecheckt irgendwann. Hier, das Eis. Nice. Swift Ice Cream haben wir jetzt bekommen. Ja, halt's Maul, komm. Nice, Scheiß. Also das Ganze hier ist halt eine Eis Fladov Assault Rifle, die glaube ich eigentlich echt ziemlich cool ist. Und ich glaube, mit dem Action Skill von Dings Nisha kann man damit auf jeden Fall ein bisschen was anfangen. Oh, wir müssen gleich wieder in die Triton Flats zurück und jetzt erstmal zur Roboterfabrik kommen. Aber ich habe keinen Plan, wo der Bahnhof oder die Roboterfabrik sein soll. Ehrlich gesagt. So. Jo. Hier lang auf jeden Fall. Pisst euch. Scheiß Missgeburten. Wenn man die abkillt aus dem Fahrzeug, gibt es auch irgendwelche Erfolge, deswegen mache ich es auch. Erfahrung gibt es dafür leider ja nicht so viel. Ja, scheiß drauf. Ich will mich damit eigentlich gar nicht jetzt abgeben. Ich will eigentlich nur zum Bahnhof fahren. Ich habe nämlich eigentlich echt keine Ahnung, wo der ist. Alles klar. Ach, da hinten scheint er zu sein. Allerdings sieht es hier alles ziemlich kaputt aus, muss ich ehrlich sagen. So, wenn ich mir mal hier die Bahngleise so angucke. Diese Station ist schon lange nicht mehr voll in Betrieb. Aber ich krieg sie schon wieder flott. Hier muss irgendwo eine Konsole sein. Bring mich hin. Ich erledige den Rest. Alles klar. Jo, wir steigen erstmal ab und bringen unseren Skipper oder unsere KI hier zur Konsole, die anscheinend hier ist. So. Okay. Verbinde mich. Ich rufe den Zug. Ich. Kann aber. Achtung! Zug fährt ein! Echt? Das ging ja schnell. Von wo kommt das? Wir schauen uns die Fabrik an und bringen den Laden wieder zum Laufen. Wir brauchen einen Haufen Roboter, wenn wir die Helios zurückerobern ja, und alles retten wollen und so. Ja, das stimmt wirklich. Alles klar. Ja, wo ist jetzt hier unser... Oh, was ist das denn hier? Also, seht ihr das mal hier? Wenn man hier dann damit anvisiert, dann geht das schon ziemlich ab. Also gut, das Teil macht halt jetzt nicht so den Ultra-Porno-Schaden, aber... Seht ihr, der Typ ist schon abgestürzt wegen unserer Eiswaffe. Eiswaffe ist natürlich aber auch ein bisschen dumm. Ja gut, aber besser als mit der. Okay. Über die geht halt immer noch nichts. Ich dachte, der Zug fährt ein. Wann kommt er denn eigentlich? Okay, einfach über die geht einfach gar nichts. Nice. Ja, dann kommt anscheinend unser Zug zumindest von der Lautstärke her nach. Wie kommen diese scheiß Viecher überher? Ich kacke auf die. Ja, so, was? Alles einsteigen. Einsteigen, ist klar. Verpisst euch da mal, ihr scheiß Viecher. Wo müssen wir denn überhaupt einsteigen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ah, perfekt gehalten oder wie? Titan Industrieanlage. Alles klar, mal schauen, was uns hier so erwartet. Oh fuck, ich hab wieder vergessen auf die Uhr zu gucken. Ist aber nicht so schlimm. Schaffen wir also die super coole Roboterarmee? Ehrlich gesagt, ich bin etwas enttäuscht. Sei doch nicht so negativ. Offenbar wurde der Laden hier zu einer Geisterstadt, seit Dahl sich nach dem großen Bersten aus dem Staub gemacht hat. Wir müssen zur Abteilung für Powersuits und alles wieder hochfahren. Alles klar. Ich muss mir hier trotzdem erstmal ganz kurz ein bisschen Munition kaufen. Oh, hier sind schon wieder diese kleinen Scheißviecher. Ich hasse die. Immer schön kaputt machen. Nice. Immer schön hier schön fleißig sammeln. Aber die kann man damit echt ziemlich gut bashen, um ehrlich zu sein. Die ganzen Scheißviecher. Die Talks. Ja, nice auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist eine gute Weise, die kleinen Viecher in Massen umzulegen.
Muss ich nur hoch genug kommen? Oh, nice. 600 Erfahrung. Vielleicht irgendwie manuell blockiert. Nicht schlecht. Wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Ist hier noch so ein Vieh? Such eine Konsole und schließ mich an. Jede Wette, dass sich da was machen lässt. Oh, diese Scheißviecher, ey. Nice. Ja, also auf jeden Fall funktioniert das ziemlich gut. Ich wollte doch eigentlich hier rein, oder? Oh. Hat aber nicht funktioniert. Ich habe gerade nicht zugehört. Ich war gerade abgelenkt, weil ich die Viecher die ganze Zeit zerstört habe. Aber anscheinend, vielleicht kommen wir hier mit rein. Gib mir einen Moment, um mich zu integrieren. Hier läuft kaum Strom durch. Die. Nice. Boah, schon wieder diese Scheißviecher, Mann. Aber ich glaube, die sind sogar vielleicht anfällig gegen Corrosive. Von daher war das sehr, ein sehr guter Zufall, weil halt gerade ein Corrosive. Der furzt da irgendwer die ganze Zeit? Nächstes Level. Boah. Das ging aber jetzt schnell, muss ich sagen. Nicer Shit. Hier erstmal gucken, was wir jetzt hier haben. Schneller als du. Wenn du einen Gegner tötest, erhöhst du für kurze Zeit Nachladewaffe. Waffen. Ja, Waffenwechsel und Feuer. Taschendieb. Dein Nahkampfangriff stiehlt deinen Gegner bis zu 6 Patronen, lädt sie sofort in das Magazin. Alter. Alter, das ist cool. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Showdown. Wenn Showdown beginnt und endet, wird dein. Sofort teilweise. Bis zu einem zu. Na. Ich weiß nicht, ich gehe erstmal auf jeden Fall. Der Skill ist schon cool. Also vor allem, wenn man. Wenn ich den Gegner hier sehe, jetzt so. Warte. Ich hasse sie. Nein, ach, ich darf nicht nachladen. Sich hier okay. Zu haben. Ich muss jetzt den. Und such mir einen Konsolensteckplatz, damit ich sehen kann, was vor uns liegt. Und kill unterwegs ein paar von diesen Viechern. Alles klar, mache ich doch gerne. Ich muss jetzt hier nur was ausprobieren. Und zwar will ich hier jetzt Munition klauen. Ich hab. Ja, das funktioniert halt einfach sogar. Jetzt muss das Ganze erstmal abklingen. Da kann ich mal wieder hier oder ich kolle mal hier ein bisschen rum. Okay, es waren jetzt schon 3 Schuss und jetzt abgeklingt. Dann. Tsch, Magazin ist voll. Ja, das ist doch mal auf jeden Fall ein echt cooler Skill. Ich möchte aber eigentlich gar nicht damit umlegen, sondern. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß es machen kann, neue Systeme zu erkunden. Also, hinter diesem Gebäude liegt der Stingray-Fabrik-Komplex und dahinter die Bordfabrik. Eigentlich ganz einfach. An verriegelten Toren bringe ich uns vorbei. An etwaigen Dummköpfen bringst du uns vorbei. Nice, Badass-Ränge sammeln. Das sind aber keine Gegner mehr da. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich finde eigentlich in Gebäuden kann man damit auf jeden Fall ziemlich gut so Gegner eigentlich so einfach tot spammen, weil man für die ganze Zeit diesen Schmetterangriff macht. Und es kostet halt ein bisschen Sauerstoff, aber wenn man halt in Gebäuden ist und die Gegner droppen dann auch noch viel Sauerstoff. So, solange hier Gegner um mich drum sind, mache ich diesen Schmetterangriff. Bis alle Gegner weg sind. Alle Gegner sind weg. Das hört sich aber irgendwie die ganze Zeit so brutal an, als würde da irgendjemand batzen. Das ist ziemlich ekelhaft. Vielleicht geht sie auf, wenn du kräftig ziehst. Ziehen. Oh. Rock Badger. Könnte sein, dass du das Ding killen musst. Könnte sein, dass ich das Ding schon gekillt habe. Maybe. Could be. Okay. Fabrikvorfeld, alles klar. Machen wir doch gerne. Wow. Die Wichser bauen schon wieder hier. Der ganze Laden hat Skeps. Und die alten Geschütze funktionieren noch. Sowas bin ich bald auch, oder? Was? Eine Waffe. Wieder mal. Schön alles zerstören, was kommt. Ich sammle hier so richtig schön Erfahrungspunkte damit. Das bringt es aber auch echt voll. Also, keine Ahnung. Klingt ja auf jeden Fall. Zack. Ja. Wo sind denn hier noch überhaupt noch Gegner? Hier ist noch ein Talk. Ich bin lang. Alter, das hört sich echt ekelhaft an. Die sollen aufhören, so ekelhafte Geräusche zu machen. Das müsste ich hier eigentlich. Boah, Ungeziefervernichtung. Badass Rang 5. Schön. Oh, das ist ein. Ach, das Geschütz schießt jetzt nicht ganz. Badass Rang 10. Nice. Badass Rang 1. Ja, wir sind hier auf jeden Fall dick am Badass Ränge sammeln. Das gefällt mir echt richtig gut, weil ich will. Für so hässliche Viecher vermehren auf jeden Fall sie sich reichlich. Schnell. Einiges höheren Badass angekommen. Boom. Das war eine rein rhetorische Frage. Ich meinte, verschaff mir den Zugriff. Alles klar, mache ich. Installiere. Felicity. Wir haben ein Problem. Das Sicherheitssystem ist ziemlich heftig. Also. Oh.
stark. Sorry, ich mache uns die Tür auf. Kümmere du dich um die Geschütze. Was? Warum schluckt es denn so viel? Warum schluckt das Teil denn bitte so viel? Die Geschütze gehackt. Sie feuern jetzt nur noch auf Torx. Das sollte helfen. Ich krieg dieses starrische Ding auf. Hoffe ich. Hey, Kinder, wie geht's da unten? Amüsiert ihr euch gut? Läuft alles nach Plan mit der Roboterarmee? Hm? Es holpert etwas, aber es... Supi, dann also bis bald. Oh. Nice. Direkt erstmal hier neue Stärke abgezogen. Was ist das hier eigentlich für ein Trottspucker? Hier schon wieder. Wir erledigen so viele Herausforderungen. Ist auf jeden Fall richtig geil. In der Nähe ist ein Sprungpad, das ich aktivieren kann. Benutzen wir eben das. Alles klar, wo ist es denn? Wurde es von Scavs dort aufgestellt, die heimlich nach Concordia rein und wieder raus wollen. Alles klar, aber wo ist es denn? Ach, hier. Ach, da oben. Da oben. Und da komme ich hin, oder wie? Komme ich da hoch? Ich glaube, hier ist eins, oder? Was furzt denn in Gottes Namen hier so rum? Hört ihr das auch? Ich habe keine Ahnung. Ja, nice. Anscheinend haben Scavs primitive elektrische Felder errichtet, um Torx fernzuhalten. Folge dem Kabel. Mal sehen, ob wir es deaktivieren können. Dem Kabel folgen, alles klar. Mach ich doch glatt. War nicht sonderlich schlau gelöst auf jeden Fall. Und so, erstmal rein in die gute Stube, auf jeden Fall ein bisschen eng hier, aber damit sollten wir auf jeden Fall klarkommen. War wieder so kleine Spacken und die Decke ist so niedrig. Ich kann gar keine Slams durchführen. Also werde ich auf jeden Fall. Ja, ich. Achso, genau. Das ist auf jeden Fall hier. Badass-Herausforderung. Nice. Schön in der Luft Schaden zugefügt. Ich muss mal gerade gucken, welcher Badass-Rang. 1677, ja, okay. Geht schon klar. An einem Hauptsicherungskasten angeschlossen sein. Folge ihnen. Sie zeigen uns, wo es rausgeht. Alles klar. Oh, eine Kiste. Nice. Was haben wir denn hier? Und? Unbrauchbar. Ich brauche keine Pistolen. Pistolen habe ich genug. Beziehungsweise ich habe genau eine, aber die ist gut genug. Wo? Ach, da oben lang. Habe ich gar nicht gesehen eben. Upsala. So, was geht hier ab? Wieder mal ein Kabel und hier ist auch mal wieder irgendwas zu. Da ist der Hauptsicherungskasten. Wird er deaktiviert, kommen wir an dem letzten elektrischen Feld vorbei. Allerdings werden dadurch wohl auch alle anderen Felder abgeschaltet. Also, Vorsicht vor Torx. Ja, das ist nicht so schlimm. Torx, wo kommen die denn her? Die sind überall. Yo, wahrscheinlich, ne? Ja. Viel zu einfach, die ganzen Leute hier umzulegen. Bam! Siehst du? Wer das rein können. Also wir sammeln auf jeden Fall hier richtig ordentlich gerade. Ich habe aber echt keine Ahnung, wie lang das Let's Play schon ist. Echt wirklich gar keinen Plan. Gerade. Hier schießt noch irgendwer, das heißt, hier ist irgendwo noch ein Scaff Alive. Auf jeden Fall. Bam! Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Anscheinend. Mondstein, lol. Ja. Hör auf, mich anzugreifen. Hör auf, mich anzugreifen. Hör auf, mich anzugreifen. Warum macht mein Nahkampf so wenig Schaden? Das ist voll langweilig. Wie soll ich denn damit 5000 Schaden in der Luft machen? Geht gar nicht klar, eigentlich. Also. Was? Begib dich zu... Ach, wir sind noch gar nicht in der Titanenroboter. Wo sind wir denn dann? Sind wir nur... Geht's hier rein, oder wie? Mal schauen. Mit Anführerin einer Scav-Bande. Trotzdem fand ich diesen ekligen Ausschuss der Menschheit immer widerlich. Jeder gekillte Scav macht das Universum zu einem saubereren Ort. Lol, habe ich einfach schon einen gekillt? Ne, hier müssen eigentlich noch ein paar sein. Oh Gott, die ganzen kleinen Scavs. Boah. Wie ist dich, Junge?
Wo gibt's noch Scabs? Hier ist noch einer. Oh, hier ist noch ein schöner Outlaw Badass. Ah, komm. Leck mich doch. Wo bist du? Outlaw Badass. Oh, genau, Junge. Badass mit 10. Ah. Okay, nice. Also, das waren alle in dem Raum. War auf jeden Fall gerade ein bisschen ätzend, beziehungsweise eigentlich, keine Ahnung, ziemlich einfach. Ich muss jetzt einfach weiter hier lang. Wo komme ich hier durch? Komme ich hier durch? Komme ich hier oben durch? Ah, nice. Oh. So, das war's mit euch. Ich auf weiter hier oben lang. Da unten kommen wir nämlich leider nicht entlang, wie es aussieht. Ja, wir brauchen mal wieder ein bisschen Pistolenmunition, aber ich glaube, das wird auch noch für absehbare Zeit ausreichen. Boah, komm ey. Die penetrieren hier aber Elpis auch wirklich durchgehend. Das ist wahnsinnig. Wir haben's kapiert. Du hast unseren Riesenlaser erobert. Kriegst ein Fleißbildchen. Kriegst ein Fleißbildchen. Ja, nice. Und hier oben Kiste. Öffnen. Waffen. Schilde. Schilde sind eigentlich wirklich ein Thema. Boah, nice. Das ist auf jeden Fall gut. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe wieder so viel Schrott in meinem Inventar. Ist auf jeden Fall unglaublich. Ich wollte es eigentlich schon lange verkauft haben. Ich muss eben mal wieder ein paar Billigprodukte wegwerfen. Gleich selber sind wir 13. Oh, die Waffe brauche ich eigentlich nicht mehr. Und ich habe so viele Level 28er von denen. Aber die hier, das Schild werde ich mir auf jeden Fall anlegen. Weil ich finde, dass Schildkapazität in dem Spiel auf jeden Fall um einiges mehr zählt als das Leben, was man noch hat, weil die Schildkapazität einfach irgendwie, keine Ahnung, lädt sich schneller wieder auf und ist wichtiger. Genau vor dir. Meinst du, du könntest mich nur ja retten? Ja, komm, dann für... Die verdammten Scavs fressen mich, wenn sie merken, dass ich nicht das bin, was ich vorgebe. Was gibst du vor zu sein? Ja, wenn ich reinkomme, danke schön. Dann mach ich die auch gerne platt. Sind die keine Scavs mehr? So. Wie habe ich den denn gekillt? So, ach, hier ist noch einer. Scav Badass. Auf jeden Fall, was hat der mir hier gedroppt? Eine Shotgun, bisschen Mondstein, den sammle ich natürlich auf. So. Seht ihr, warum visiert ihr denn in die Wand? Ich will nicht in die Wand schießen. Mein Gott, das hasse ich an dem Action-Skill. Das ist echt uncool. Einfach, dass man die ganze Zeit so Dinge anvisiert, die hinter Gegenständen stehen. Das bringt einfach null. Und dann halt im Gegenzug vor allem, wenn man halt vor allem so schnell rumswitcht und die ganze Zeit das Ziel wechselt und dann die Gegner noch gar nicht tot sind und dann einfach weiterhin abschießen. Also das sind so die Defizite, die ich an dem Skill nicht so geil finde, obwohl alle halt Nisha so extrem hypen. Aber ich habe ehrlich gesagt... Boah, wir haben schon 39, was? Ich wäre locker schon überzogen, Mann. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal auf jeden Fall für heute Schluss, weil, keine Ahnung, die Zeit wahrscheinlich ziemlich genau um ist. Oder wahrscheinlich habe ich auch schon ein bisschen überzogen oder so, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der 12. Teil des Let's Plays gefallen. Beziehungsweise ihr hattet ein bisschen Spaß dran zuzugucken. Und ja, wenn es so ist, würde mich das natürlich freuen. Und ich würde sagen, dann haut ihr mal rein, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Und zwar auch wie immer beim nächsten Mal. Tschüss!